Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Headzone. So. Oh. Kartenchaos. Wir haben jetzt noch den Dudu-Sammeldeck. War das? Genau. Mit dem wollen wir jetzt spielen. Spielen wir mal. Jede Woche gibt's verrückte neue Spielregeln. Pegasus ist schon. Naja, wir waren schon auf Weg. Dann mal schauen. Kartenchaos. Das habe ich glaube ich damals ein einziges Mal erst gespielt. Das war letztes Jahr glaube ich im September gewesen. Kaltuzat gegen Rafam! Rafam! Der größte aller Archäologen! Stellt euch hier, Eindringling! Ach, Mist. Ach, denn die Partei gestorben ist. Ja, das geht ja noch. Kaufen oder verkaufen? Mal schauen. Tod den Landbewohner. Ach, die ist kaputt. Oh, das ist sauer. Macht durchströmt mich. Was wäre eigentlich ein Gegner? Okay. Jetzt probieren wir mal die aus. Und bei denen hier. Endlich frei! Als Belohnung gewähre ich euch einen schnellen...
holt er diese Karte raus? Ist doch total doof. Na gut, jetzt ist sie auch weg. Aber nicht wie jetzt benutze, könnte passieren, dass die Karte bei mir nicht gut. Nicht gut. Okay. Gut. Kriegt dann nochmal was? Ein Sieg. Wenn ich jetzt keinen Plan. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja nochmal solche Karten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Go, go, go. Rafam gegen Kaltuzad. Jetzt spiele ich Rafam. Stellt euch hier, Eindringling! Rafam, der größte aller Archäologen! Also das ist bestimmt Rafars Museum. Wenn er ja ein Archäologe ist, das sind überall Sachen. Entdeckt eine Karte, die eigentlich. Endlich lernen wir uns kennen. Kampfschrei fügt allen Feindlichen dann 2 Schaden zu. Okay, das ist auch gut. Kaufen oder verkaufen? Das war's. Ach so, ist das. Ich werde es ihnen zeigen! Ich werde es ihnen allen zeigen! Fügt allen Charakteren 5 Schaden zu. Na gut, das brauche ich nicht. Tod dem Landbewohner! Ich werde es ihnen alle zeigen! Erhaltet einen zufälligen Diener auf die Hand. 5 oder weniger. Bitte als Himmel Diener. 2 oder weniger. Mein Lieblings-Snager, mein Lieblings-Snager-Ball-Team ist abgemacht. Seeweiher-Planschen. Wie soll ich das denn gewinnen? Für die Fettischer! Unsere Geheimnisse. Abgemacht. Okay.
Der hat bestimmt die Karte da von wegen mit dem Zauber. Und dass der Zauber so gesetzt wird. Stalag zerquetschen! Verursacht 3 Schaden. Wie machen wir das? Ich denke mal, ich setze den da drauf. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen allen zeigen. Wenn alles kaputt ist bei mir. So, den will ich nicht haben. Nehmen wir den. Gebt mir eine Quest. Schön. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen alle zeigen. Immer erhält wird auf ein Verhältnis. Tod den Landbewohnern! Quest angenommen! Jo! Dann schauen wir mal, was. Kriegt er jetzt auch nur einen Schaden oder? So weit. Nein, nicht den. Nein, dann kann doch nicht. Ach, Mensch. Du hast viel geschlagen. Der Weitungsteil. Ich habe genau das, was ihr braucht. Auf den hier. Mein Lieblings-Nagabal-Team ist der Enzeweyer-Planschen. Oh, das passiert aber manchmal. Jedes Mal, wenn ich... Halt um, quasi.
Wähle einen feindlichen Diener und misch ihn in euren Deck. Und welchen Diener nehmen wir mal? Das war's. Sir. Schweinerei? Los, wird wieder sauer. Was kann man noch hier machen? Bücher? Nein, Feuer. Stalag zerquetschen. Halte eine Münze. Oh. Vielen Dank. Euch erwarte die ultimative Herausforderung. Ich werde das Blut in euren Adern gefrieren lassen. Oh, danke. Los, come on. Und nochmal von vorne. Ich bringe Leben und Schön. Das ist aber eine schöne Karte. Aber der hat jetzt eine Schlange. Kaputt. Schlange, Spinne. Und nochmal von vorne. Meister, mich halten! Oh, jetzt wollen wir da ein Stück und so ein Ding ins Zimmer. Ah, verursacht 3 Schaden. Lass mal schauen, was wir für eine Karte kriegen. Meine Kinder, völlig in den Himmel. Jetzt hast du Suki verloren. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ich bin schließlich kein Zusatz. Nein! Ich verfluche euch, Eindringling! 2 Karten. Ich werde das Blut in euren Adern gefrieren lassen. Verursacht 3 Schaden, mischt einen. Keine Ursache? Ah.
Mist habe ich verloren. Mist. Gut gespielt. Keine Ursache. Machen wir erstmal das Paket auf und schauen, was drin ist. Die habe ich schon. Die auch. Ich glaube, die ganzen Karten habe ich schon. Jetzt in meiner Sammlung rein. Und 1, 2, 3, 4, 5. Alle Karten habe ich schon. Das ist super. Was da drauf, ne? Alle doppelten Karten. So, 55 habe ich jetzt. Ja. Dann probiere ich mal irgendeine andere Karte mir hierher zu stellen. Spottkarte oder das Kampfschrei entdeckt. Entdeckt ein Dealer aus dem Deck. Der erhält 1 plus 1. Ein Angriff, eine Verteidigung. Wenn euer Dealer mehr kostet. Einer Diener, der Marvin 1 kostet, gibt's nicht viel. 1, 2, 3 Stück. Hoch, hoch. Hier drauf gehen. Ich werde kämpfen für Shadrat. Ach, das war auf neues Deck erstellen. Auf. Ja, auf Paladin zu wählen. Schau ich mal da an. Und da. Gleichheit. Ich dachte, könnte ich das mal so schon richtig verzaubern oder herstellen, aber anscheinend nicht. Oder ich habe zu wenig Punkte dafür, kann auch sein. So, dann suche ich jetzt noch schnell eine Karte raus. Ganz hinten an. Ganz hinten. So, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Da haben wir was. Beursacht 4 Schaden. Oder. Fahren wir jetzt vorne an. Und. Stellen die kleinste Karte zweimal her. Und das würde ich. Kann ich nicht herstellen? Warum nicht? Ach, kostet 100. Guck mal, die kostet 100? Heftig. Das alles zwei. Da also zwei. Boah, okay, ist. Drachenkarte kann man sowieso nur einmal haben. Ja.
klein, aber hier hoch. So, das war's denn für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.